Hey ja, hallo zusammen und hoi miteinander. Heute mit News am Mittwoch Nummer 2. Ein einziges Thema heute, Bookstar 2022. Bookstar, der Jugendbuchpreis in der Schweiz. Bookstar, ein Jugendbuchpreis von Jugendlichen an ihre Autoren und Autorinnen, die sie gerne lesen. Stattfinden tut das alles unter dem Patronat oder der Leitung des KIM Zürich, also Kinder- und Jugendmedien Zürich. Jedes Jahr im Mai wird die Longlist bekannt gegeben mit 20 Büchern, die von Jugendlichen, Klassen aus der ganzen Schweiz zusammengestellt wurden oder aus der ganzen deutschsprachigen Schweiz. Ich durfte dieses Jahr mit einer dieser Jugendjurys reden, habe daraus einen Blogpost gemacht, verlinke ich euch unten unter dieses Video. Dann geht diese Longlist online auf bookstar.ch und jugendliche Leserinnen und Leser können diese Bücher lesen, bewerten, kommentieren und Ende September, am 30. September ist Schluss, fertig bewertet. Dann werden diese Bewertungen ausgewertet und es entsteht die Shortlist. Und diese Shortlist ist eben jetzt ganz neu draußen und ich möchte euch die Bücher der Shortlist vorstellen. Das mache ich aber nicht hier, das mache ich an einem Ort, wo es ganz besonders gut passt. Ich nehme euch heute mit auf eine kleine Reise, gar nicht so weit, 1 Kilometer von mir. Und da sind wir in der Bibliothek Books, Kanton St. Gallen. Während ich nach hinten gehe zu den Kinder- und Jugendbüchern, erkläre ich euch, wieso in der Bibliothek. Weil Bibliotheken sich am Bookstar beteiligen, weil sie jedes Jahr im Mai Tische bereitstellen, wo alle 20 Bücher aufliegen und so Jugendlichen die Möglichkeit geben, in so viele Bücher wie möglich reinzulesen. Ich habe im wunderschönen Raum mit der Kinder- und Jugendbuchecke Platz genommen und stelle euch jetzt die 5 Finalisten und Finalistinnen vor. Das heißt, 5 Finalistinnen sind es eigentlich. 4 davon sind die Bücher hier. Ein Buch ist ausgeliehen, das spricht ja auch für das Buch. Erste Finalistin, Shortlist, Lena Kiefer, Midnight, sein gefährliches Vermächtnis. Lena Kiefer ist eine deutsche Bestseller-Autorin, die schon mehrere Bücher geschrieben hat und auf der Longlist war und jetzt auf die Kurzlist geschafft hat. Und zu ihrem Buch steht, es geht um Arthurs Erben, eine übermenschliche Liebe und einen Fluch, der die Welt für immer vernichten kann. Ist der erste Teil von einer Trilogie. Und es ist auch so, wenn man beim Bookstar mitmacht, gibt es immer so Kommentare zu den Büchern. Und bei Lena Knights haben jetzt die Leute, die den Bookstar organisiert haben, haben ein Zitat dazu geschrieben von einer Jugendlichen, die geschrieben hat zu Knights. Ich habe bis zur letzten Seite mitgefiebert und konnte das Buch nur zum Essen und auch dann nicht immer weglegen. Also erste Finalistin zum Bookstar, Lena Kiefer, Knights. Das zweite Buch auf der Liste ist leider nicht hier, das muss ich euch einblenden, kann ich euch nicht direkt zeigen, ist Matching Night von Stefanie Hasse. Stefanie Hasse ist ebenfalls eine deutsche Bestseller-Autorin. Auch Matching Night ist der Auftakt zu einem von mehreren Bänden, ich glaube von 2. Matching Night hat schon den Lovely Book Leserpreis 2021 gefunden und hat gewonnen und hat es jetzt auf die Shortlist geschafft. Es geht um Studentenverbindungen an einer Elite-Uni, eine Welt, in der die Studentinnen und Studenten sehr viel haben und es geht um die junge Cara, die knapp bei Kasse ist und eigentlich da nicht so richtig hineinpasst und dann ein verlockendes Angebot erhält, das sie nicht ausschlagen kann. Also, zweite Finalistin, Stefanie Hasse mit Matching Night. Ganz klarer Fall von Highlight. Dieses Buch ist für jeden geeignet, der eine gesunde Mischung aus Spannung, geheimnisvollem, realem und Liebe erwartet. Die dritte Finalistin auf der Shortlist zum Bookstar.ch ist Stefanie Lasthaus mit Touch of Ink. Auch Stefanie Lasthaus ist schon wie die Autorinnen vor ihr, deutsche Bestseller-Autorin, hat viele Jugendliche zum Lesen verführt mit ihren Büchern, wie die anderen beiden Nominierten auch. Touch of Ink ist auch Band 1 von, glaube ich, 2 Bänden, die dann kommen sollen. Und was habe ich mir noch notiert zu ihr? Sie ist eine deutsche Autorin, die in den verschiedensten Ecken der Schweiz gelebt hat und in den verschiedensten Ecken der Welt gelebt hat, unter anderem auch in der Schweiz und die jetzt in Karlsruhe lebt. Und im Touch of Ink geht es um
Quinn hat, seit sie sich erinnern kann, ein Tattoo im Nacken. Niemand kann ihr sagen, woher es kommt. Ihre Adoptiveltern wissen es nicht. Sie kennt die Bedeutung nicht. Und der spannende Untertitel ist auch: Das Schicksal in die Haut tätowiert. Das Schicksal ist in die Haut tätowiert. Finde ich eine ganz spannende Ausgangslage. Ich mag ja Tattoos sehr, also von dem her könnte es mich interessieren. Ich habe es noch nicht gelesen. Man weiß nie wirklich, was als nächstes kommt. Die Spannung ist immer da und man will immer weiterlesen. Also das wären die ersten drei Finalistinnen. Es gibt eine vierte Finalistin, auch eine deutschsprachige Autorin. Freut mich ganz besonders. Guckt mal, das ist die Kerstin Gier mit Vergiss mein Nicht. Und ich habe mich da natürlich schlau gemacht und ich war gleich ziemlich fasziniert, weil da jemand dazu geschrieben hat bei den Kommentaren, das einzige Buch, bei dem ich wirklich gelacht habe. Kein Schmunzeln, kein Haha, sondern wirklich Ha-ha-ha-ha-ha. Das finde ich mal einen ganz tollen Kommentar zu einem Buch. Das macht ja richtig Lust darauf, es zu lesen. Auch bei Kerstin Gier kommt Quinn vor, aber bei ihr ist Quinn kein Mädchen, bei ihr ist Quinn ein Junge. Und die zweite Person im Buch, das ist Mathilda aus der verhassten Nachbarsfamilie, also nicht unbedingt ein vielversprechender Anfang, aber dann wird Quinn überfallen und dann wird es ganz wild und irgendwie hat diese Mathilda dann doch etwas mit der ganzen Geschichte zu tun, vor allem mit Quinn. Und es ist beschrieben als ein magisches Abenteuer mit ganz viel völlig ungeplanter Liebe. So habe ich das rausgelesen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, das glaube ich, das schnappe ich mir zum Lesen. Fünfte Finalistin sind witzigerweise dieses Jahr alles Frauen in der Finalrunde. Die fünfte Finalistin ist die einzige Autorin, die nicht aus dem deutschsprachigen Raum kommt. Das ist Karen M. McManus. Und ihr kennt diese Cover bestimmt alle schon von verschiedenen Bestsellern, die sie geschrieben hat, immer dieses Viergeteilte. Und das Buch, mit dem sie auf der Shortlist zum Bookstar ist, ist You Will Be the Death of Me. Ihr bekanntestes Buch, One of Us is Lying. Und es ist erneut ein Thriller, in dem es sich um eine Gruppe von Jugendlichen handelt, die Schule schwänzt, über ein Verbrechen stolpert und dann sich irgendwann fragt, war das wirklich Zufall oder halt eben keiner. Und bei ihr hat jemand geschrieben beim Kommentieren: Beim Lesen dieses Buches ist man so in die Geschichte und Tragödie involviert, dass man fiebrig miträtseln kann. Also ich denke, fünf total verdiente Finalistinnen. Ich halte sie euch nochmals in die Kamera. Nights von Lena Kiefer. Matching Night von Stephanie Hasse, blende ich ein. Touch of Ink von Stephanie Lasthaus. Vergiss mein Nicht von Kerstin Gier. Und You Will Be the Death of Me von, das ist diese Autorin mit dem langen Namen, Karen M. McManus. Bookstar 2022, Shortlist. Die Preisverleihung ist am 28. Oktober, also Ende dieses Monats, und eines dieser fünf Bücher wird das Rennen machen und ich bin ja ganz gespannt darauf, welches. Wenn ihr sie noch nicht gelesen habt, vielleicht habt ihr jetzt Lust bekommen. Ich wünsche viel Spaß, viel Spannung beim Lesen.